Dieses Video wird dir präsentiert von Dein Design. Was ist, wenn deine Vergangenheit, die du im Kopf hast, eigentlich nie so passiert ist? Aber nein, du bist nicht verrückt. Was wäre, wenn viele andere Menschen, mich dabei eingeschlossen, ebenso eine falsche Vergangenheit im Kopf haben, und zwar genau dieselbe, die du hast? Wie soll das gehen, fragst du dich? Es handelt sich hierbei um den Mandela-Effekt. Und was das genau ist, erkläre ich dir nach dem Intro. Hallo zusammen. Achtung, das heutige Thema wird euch extrem brainfucken. Denn ihr habt zu 100% auch eine falsche Vergangenheit im Kopf. Denn mir ging es bei einigen Beispielen genauso. Fangen wir ganz von vorne an. Wie ist der Mandela-Effekt überhaupt entstanden? Die ersten Berichte dazu entstanden schon 2010, bevor das Ganze überhaupt erst Wellen schlug. Eine Cosplayerin namens Fiona Broom war auf der DragonCon. Das ist eine Cosplay-Convention in Amerika. Sie und ein paar Freunde von ihr und ein DragonCon-Security-Mitarbeiter sind im Jahr 2010 irgendwie über Nelson Mandela ins Gespräch gekommen. Sie erinnert sich nicht mehr genau daran, wie und weshalb, aber sie sprach über Nelson Mandela und darüber, wie schrecklich es war, dass er in den 90er Jahren in einem Gefängnis ums Leben kam. Alle stimmten der Diskussion zu, jeder von ihnen konnte sich an diverse Zeitungsberichte und Fernsehberichte erinnern. Es war in den 90er Jahren in jeder großen Zeitung zu lesen und in allen anderen Nachrichten. Doch Nelson Mandela starb eigentlich erst 2013, wo es da quasi nochmals in den Medien war. Das war dann der Punkt, wo alles so richtig ins Rollen kam. Wirklich Hunderttausende von Menschen meldeten sich 2013 bei diversen Nachrichtenzeitungen und Sendern und fragten, warum eine Falschmeldung rausgegeben wurde. Diese große Menschenanzahl war sich nämlich zu 100% sicher, dass sie bereits in den 90er Jahren von dem tragischen Tod von Nelson Mandela gehört hatten. Und wie soll er dann 2013 nochmals sterben? Das Ganze gibt doch überhaupt keinen Sinn. Übrigens gibt es einen alten Zeitungsartikel, der genau das bestätigt, hier eingeblendet. Nun gibt es einige Theorien dazu, wie das Ganze zustande gekommen sein könnte. Die beliebteste hierbei ist die Viele-Welten-Theorie. In der Theorie geht man davon aus, dass es unendlich viele Universen gibt und dass es auch die Erde unendlich oft gibt. In jeder Zeitlinie ist alles ein bisschen anders. Durch eine Anomalie und Überlappung zweier Realitäten soll das Phänomen laut der Theorie zustande gekommen sein. Kurz gesagt, in der einen Realität starb Nelson Mandela, in der anderen Realität überlebte er allerdings und starb erst 2013. Nun ist es aber so, dass sich die Leute an die alte Realität erinnern, wo er gestorben war, und natürlich geschockt sind, dass er dann in der neuen Realität nochmals starb. Es gibt unzählige solche Beispiele, die meisten sind aus Film, Fernsehen und wichtigen Artikeln, denn solche Dinge bleiben eher im Kopf hängen und an solche Dinge erinnern sich meist mehr Menschen. Das bekannteste Beispiel ist wohl die Stelle in Star Wars, bei der Darth Vader gegen Luke kämpft. Dort sagt er den berühmten Satz: "Luke, ich bin dein Vater." Und genauso hatte ich es ebenso in Erinnerung. Schreibt gerne jetzt in die Kommentare, ob ihr das auch so im Kopf hattet. Denn das ist eine Lüge. In Wirklichkeit sagt er sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch: "Nein, ich bin dein Vater." Aber warum sollten es dann so viele Menschen falsch in Erinnerung haben? Und warum sollten es alle Menschen gleich falsch in Erinnerung haben? Das ergibt doch keinen Sinn. Auf YouTube gibt es übrigens ein fast 10 Jahre altes Video mit dem Titel "Luke, I'm your father." Obwohl man im Video ganz deutlich hört: "No, I'm your father." Wie kann der Uploader das damals nicht bemerkt haben? Das Video habe ich euch natürlich verlinkt. Und nein, wir haben das, glaube ich, nicht falsch in Erinnerung, es war einfach so. In alten Star Wars Spielzeugen mit Sprachausgaben sagen die Darth Vader Figuren ebenso: "Luke, I'm your father." Wieso sollten die offiziell lizenzierten Star Wars Spielzeuge einen falschen Satz sagen? Ebenso der Schauspieler erinnert sich, Luke und nicht Nein gesagt zu haben.
Luke, I am your father. Selbst im Star Wars Skript soll Luke stehen. When I first saw the dialogue that said, Luke, I am your father, I said to myself, he's lying. Nein, ergibt in dem Satz auch viel weniger Sinn, meiner Meinung nach. Ein ebenso schönes Beispiel bietet Forrest Gump. Jeder kennt den berühmten Satz, das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen. Das ist auf Deutsch auch noch so vorhanden, weil es von Englisch 1:1 übersetzt wurde. Dort hieß es natürlich dann, life is like a box of chocolates. So haben es ebenso alle Menschen in Erinnerung. Auch auf YouTube und überall wird es natürlich immer, wie es immer war, life is like a box of chocolate genannt. Doch angeblich war das niemals so. In Wirklichkeit sagt er nämlich, life was like a box of chocolates. Das macht in dem Zusammenhang auch viel weniger Sinn. Und warum sollte man es auf Deutsch falsch übersetzen? Wenn man sich die Kommentare unter der englischen Szene ansieht, sind ebenso alle davon überzeugt, dass es immer schon life is like a box of chocolates war. Selbst Tom Hanks persönlich hatte scheinbar life is like a box of chocolates im Kopf, und zwar hier ist der Beweis. Mom always said life is like a box of chocolates. Alle Beispiele habe ich euch übrigens natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Ein sehr gruseliges Beispiel finde ich persönlich noch Looney Tunes. Ich habe das genauso geschrieben in Erinnerung. Ich habe auch einige Freunde gefragt, jeder hat das genauso in Erinnerung. Das Ganze macht natürlich auch Sinn, da das Toons vom Cartoons abgeleitet wird. Doch angeblich haben wir das alle falsch in Erinnerung. Looney Tunes wurde angeblich schon immer so geschrieben. Ich bin mir da echt sicher, dass es niemals so war. Selbst wenn man auf Google nach Looney sucht, wird sofort Toons mit 2 O vorgeschlagen. Eben weil das jeder Mensch so kennt und auch so auf Google eingibt und so eine Erinnerung hat. Extrem gruselig. Ein weiteres gruseliges Beispiel ist der Monopoly-Mann. Ich persönlich und viele andere hatten den Monopoly-Mann immer mit Monokel im Kopf. Ergeht es euch auch so? Es gibt sogar einige alte Artikel, wo der Monopoly-Mann mit Monokel beschrieben wird, wie ihr hier sehen könnt. Doch in Wirklichkeit hatte er niemals ein Monokel. Warum sollten so viele Menschen es falsch im Kopf haben, obwohl man es doch durch die Werbung oder von Spielen so richtig im Kopf haben müsste? Hier seht ihr sogar noch ein altes Set, bei dem ein Dollarschein mit Monokel abgedruckt wurde. Wie auch immer das so zustande gekommen ist, denn laut den Monopoly-Herstellern gibt es keine einzige Variante mit Monokel. Das hier ist aber kein Fake. Wenn ihr selbst eine Schachtel zu Hause habt, überprüft das mal und schreibt gerne in die Kommentare, wie das bei euch ist. Selbst Pokémon ist mal wieder involviert. Viele sind der Meinung, dass Pikachu schon immer eine schwarze Spitze auf seinem Schweif hatte. Die hatte er doch nie. Hierbei bin ich mir allerdings sehr unsicher. Wie habt ihr es denn so in Erinnerung? Ich habe extra alte Pokémon-Artikel gesucht und hatte überall keine schwarze Stelle. Selbst in ganz alten Magazinen oder auf ganz alten Sammelkarten hatte er keine schwarze Stelle. Selbiges gilt für Mickey Mouse. Viele sind der Meinung, dass er schon immer rote Hosenträger hatte, doch die hatte er nun nicht mehr. Ich kann aber auch nicht zu 100% beurteilen, ob Mickey Mouse jemals in meiner Erinnerung Hosenträger hatte. Ein weiteres Beispiel, das ich persönlich nicht zu 100% verifizieren kann, ist Sex in the City. Habt ihr den Titel so oder anders im Kopf? In Wirklichkeit heißt die Serie nämlich Sex and the City. Allerdings gibt es auf YouTube alte Fanboxen von Parfum und Fanmaterial, auf denen ganz deutlich Sex in the City steht. Dazu gibt es auch noch jede Menge weitere Bildmaterialien. Doch natürlich könnte es sich hierbei um gefälschte Ware handeln, aber es gibt Reviews, wo eindeutig auf YouTube Sex in the City Fanpackages ausgepackt werden. Ich habe euch das mal verlinkt. Interessant ist auch der Mandela-Effekt bei dem Lied We Are The Champions von Queen. Dort singen sie ja We Are The Champions Of The World im Refrain. Doch ganz am Ende vom Lied haben viele Menschen im Kopf und in der Erinnerung, dass sie ganz am Ende auch nochmal Of The World sagen. Doch das Lied endet einfach abrupt nach We Are The Champions. Eine mögliche Erklärung hierfür könnte sein, dass es womöglich bei gewissen Konzerten so gesungen wurde und deswegen es so viele Menschen genauso im Kopf haben, aber in der Originalversion ist es zu 100% nicht so vorhanden.
Wie hattet ihr es im Kopf, mit einem Off the World am Ende oder nicht? Schreibt's gerne in die Kommentare. Noch etwas zu Star Wars. Ihr habt C-3PO komplett Gold in Erinnerung? Das ist leider auch eine falsche Erinnerung und Lüge. Denn er hatte schon immer ein silbernes Bein. Doch viele Menschen sind der Meinung, dass er immer komplett golden war, zu 100%. Wie hattet ihr es im Kopf? Das waren die für mich nennenswertesten Beispiele. Die anderen haben viel mit kleinen Namensänderungen zu tun, die ich nicht so interessant finde, da es zum Beispiel viele Menschen einfach so falsch im Kopf haben könnten, weil der Unterschied zu klein ist. Viele meinen zum Beispiel, dass Kit Kat immer mit Bindestrich geschrieben wurde, in echt ist es aber ohne Bindestrich. Aber auch solche Aussagen kann man nicht so wirklich verifizieren, finde ich. Kommen wir nun zu den weiteren Theorien. Die erste Theorie der Parallelwelten habe ich euch bereits erklärt. Doch wie könnte so etwas noch entstehen? Eine weitere Theorie besagt, dass das Ganze durch Zeitreisende zustande gekommen sein könnte. Wenn Zeitreisende eine Kleinigkeit verändern, könnte es sein, dass sich dadurch minimal etwas verändert. Die Theorie wäre ziemlich verrückt, aber nicht auszuschließen. Eine weitere Theorie ist ein bisschen beängstigender. Es könnte sein, dass die Regierung oder wer auch immer, auf welchem Weg auch immer versucht, eine falsche Erinnerung in so viele Köpfe wie möglich zu pflanzen. Am besten eben mit Filmen und Serien, da das die meisten Menschen gesehen haben und es so am leichtesten zum Testen wäre. Vielleicht ist das alles erst der Anfang. Ich bin echt sehr auf eure Meinung dazu gespannt. Bei mir war es wie gesagt wirklich so, dass ich einige scheinbar falsch in Erinnerung habe, obwohl ich mir zu 100% sicher bin. Habt ihr noch etwas erlebt, das anders ist, obwohl ihr euch sicher seid, dass es früher nicht so war? Schreibt es auch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da und teilt das Video unbedingt mit euren Freunden. Mal sehen, ob sie das auch falsch in Erinnerung haben. Außerdem hilft mir das sehr für den YouTube-Algorithmus. Hier könnt ihr noch die Glocke aktivieren, um auch wirklich nichts mehr zu verpassen. Und hier links und rechts kommt ihr zu zwei weiteren gruseligen Videos. In der Mitte könnt ihr außerdem ganz bequem abonnieren. Danke und bis zum nächsten Mal. Ciao.